Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge hier bei Rayman Legends. Und wir müssen mal wieder hoch in den Turm ohne Ende. Oder heißt es Abdom? Ne, Turm ohne Ende, genau so ist es. Und 978 Meter ist heute das Ziel. Und ihr seht, es war jetzt schon ein Versuch, der ging schon ein bisschen weiter. Ich war 6 Meter hinter dem guten Abi. Und es hat mich einfach gereizt. Ich musste ihn einfach nochmal schaffen. Deswegen habe ich die ganze Runde hier nochmal einmal gespielt. Und ja, ihr seht, am Anfang ist es eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Die Sprünge sind hier. Hier kann man sogar ein bisschen abkürzen. Und die Schwierigkeiten kommen wirklich dann bei der Goldgrenze. Die ist heute ein bisschen knackig. Und dann auch nochmal bei 1200 Meter. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo man doch zwischendurch mal ein bisschen in Stockern kommen kann. Ansonsten sind es einfach wieder die typischen Sprünge, die wir auch sonst kennen. Man muss halt öfters mal aufpassen, macht man jetzt hier einen schnellen Sprung, macht man hier einen langsamen Sprung. Aber wenn wir schön auf die Looms hier achten, da hat schon einen zerspult hier zwischendurch, dann sollte das alles eigentlich gar kein großartiges Problem sein. So, hier auch nochmal einen schönen Wechsel. Hier gehen wir auch wieder auf die Rampe. Ihr seht, ich mache auch immer einen kleinen Sprung zwischen der Plattform und der Ranke. Bei ein paar ist nämlich so diese Miesigkeit, dass ein ganz kleiner Spalt dazwischen ist und man dann nicht dazwischen durchkommt. Deswegen mache ich eigentlich immer von der Plattform rüber zur Ranke immer so einen ganz mini kleinen Sprung. So, dieses Teil hier kennen wir auch. Langsamer Wechsel, hier ganz schneller Wechsel. Und dann können wir auch schon wieder auf den Bumper und haben eigentlich schon über die Hälfte geschafft. Bekommen auch hier die 500 Meter Pause. So. Jetzt hier wieder Plattform, hier wieder den Controller entweder in die Richtung drücken, in der wir springen, oder einfach loslassen, damit wir schön abprallen. So, hier auch wieder ganz schön schnelle Wechsel. Hier abprallen wieder von der Wand, einmal rüber und rüber auf den anderen Bumper. So, sehr schön. Hier den Schlag nicht vergessen, rüber Schlag, rüber auf das andere. Hier nicht zu früh schlagen, damit wir durchkommen. Auch einmal. Und wir haben schon die 725 Meter. Hier lasse ich auch wieder einen Stick los. Ihr seht auf dem Controller unten. So, hier noch einmal durch. Einmal rüber. Und wir haben schon die 750 Meter Pause. Und jetzt wird es langsam deutlich anziehen. Das hier ist noch soweit ganz leicht. Am besten viel früher, als es eigentlich geht. Hier wieder einen sehr, sehr schnellen Wechsel. Da kann es einen auch manchmal ein bisschen mitnehmen. Hier auch wieder einfach auf die Looms achten und dann halt eben entsprechend einsammeln und springen. Hier jetzt wieder ein schneller Wechsel. Zack. Ganz schnell. Und das hier ist jetzt dann schon entsprechend die Goldgrenze. Wenn wir das geschafft haben, haben wir den Goldbereich. Und dann sollte es eigentlich gar kein großartiges Problem mehr sein. So, alles weitere ist jetzt die Kür. Beziehungsweise ich möchte natürlich den guten Abi einfach auch mal schlagen. Ja. Hier noch einmal hoch und einmal weiter auf den Bumper. So, hier wieder der Wechsel auf die andere Seite. Einmal weiter auf den Bumper Nummer 2. Und hier wieder die Wand durchschlagen, kennen wir auch schon. Immer schön auf die Looms achten, wenn möglich die Bumper von unten. Hier ganz schnell über die Ringe weiter, damit uns die Ranke nicht weiter erwischt. Und es ist zwischendurch wirklich wieder ein einfacher Bereich hier. Also, ja, wenn wir diese schnellen Wechsel wie den hier halt eben schön beherrschen, dann ist das alles gar kein Problem und wir kommen eine ganze Menge weiter. Hier entfernt er langsam dann die Looms, damit wir es noch ein bisschen schwieriger haben. Hier wieder der ganz schnelle Wechsel. Zack, auf den Bumper. Und wir haben die, ja, schon die nächste Pause. Ich weiß gar nicht, welches ist, ob die 1250 Meter Pause sein eigentlich. Rein theoretisch. Hier auch wieder ganz schneller Wechsel. Mit Schlägen dazwischen. Und ja, der hier Bereich hier ist auch noch mal ganz schön mies, aber kennen wir auch schon von früher. Und jetzt wird er noch mal um ein Stück halt eben noch gemeiner, und zwar dieses Stück hier. Das ist so mega gemein, aber ja, ihr seht, es ist auch gerade so, habe ich es irgendwie durchgeschafft. So, hier auch noch mal ganz vorsichtig über den Bumper rüber. Und wir haben die 1600 und hier verspult es eigentlich jeden, weil damit rechnen wir einfach nicht, dass die Ranke sich einzieht. Aber 1653 Meter ist eine schöne Zahl. Schauen wir mal in die Bestenliste. Jones ist natürlich mal wieder hier, der macht Weltzahlen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir haben Rang 7.
Schauen wir. Also wir Rang 7 und der gute Jones hat mal wieder Platz 1. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen bei einer neuen Runde bei Daily Challenge. Wahrscheinlich werde ich da nicht so viel Glück haben wie heute, aber wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Ciao, ciao.